Esel verbreiten ja keinen großen Glamour, trotzdem sind sie absolut liebenswert. Und in Zoons gibt es Menschen wie Peter Norf, die sich dieser Liebe absolut verschrieben haben. Mit ihrem Verein retten sie die Tiere vor dem Schlachter und helfen Eseln, die bei den vorigen Haltern verwahrlost waren. Sie finden im Eselpark eine neue Heimat. Die Tiere, weil aber immer mehr Anfragen kommen, wird der Platz langsam knapp. Es ist ein großer Tag für Klärchen und Johnny. Sie sind die Neuesten hier im Eselpark. Seit ihrer Ankunft stehen sie in einer provisorischen Box, denn der Platz ist knapp. Heute ist endlich der neue Anbau fertig. Trotz der gewohnten Skepsis bei den Tieren, ihre Pfleger sind zufrieden. Wir haben zusätzlich zwei neue Boxen wieder mal angebaut, weil wir vier Tiere vor dem Schlachter gerettet haben. Und versuchen natürlich auch, diese Tiere weiter zu vermitteln, damit wir wieder andere Tiere aufnehmen können. 12 Esel leben hier in Zoons. Versorgt werden sie von den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins. Sie füttern die Tiere und beschäftigen sich mit ihnen. Die Esel werden ausgebildet, sollen sich so an Menschen gewöhnen. Achte, muss auch immer gucken, was sie macht. Jetzt ist sie was abgelenkt, ne, weil da flattert was. Ne? Komm mit, Rosa. Tiertrainerin Ute Ahrens übt einmal die Woche zusammen mit Kindern auf dem Gelände. Das Besondere ist, dass die Esel nicht so schnell reagieren wie ein Pferd. Also schnell ist jetzt der verkehrte Ausdruck, dass sie sich erst wirklich überlegen, was sie tun und halt auch abwarten. Und ja, es dann halt mal eine Weile dauern kann, bis sie das tun, was man gerne möchte. Esel haben eben ihren eigenen Kopf, lernen hier aber über Hindernisse zu gehen oder ruhig zu bleiben, auch wenn vermeintlich Gefahr droht. Na, lobt sie mal, da freut sie sich. Einmal dick kuscheln. So, super. Die Esel sollen so Vertrauen aufbauen. Mit denen spazieren zu gehen und manchmal die zu bürsten. Das finde ich alles mit den Eseln schön. Die berühmte Störrischkeit der Esel, etwas, wovon Menschen aber auch lernen können. Es dauert halt alles, es geht nicht so schnell, aber ich glaube, das merken nicht nur die Kinder, sondern auch viele Erwachsene, was für eine Entspannung das bringen kann, wenn man alles in Ruhe macht und nicht mit der Hektik, mit der man sonst so durchs Leben hechtet. 8.000 Euro im Jahr muss der Verein aufbringen, um den Eseln ein Zuhause zu geben. Doch die Mitglieder haben noch einen anderen Traum. Wir versuchen gerade, das hat man vielleicht eben auch im Training gesehen, die Tiere auch an Kinder und auch an behinderte Menschen zu gewöhnen. Wir trainieren das, versuchen das und unser großer Traum ist, hier ein Therapiezentrum zu bauen. Erste Gespräche mit der Stadt Dormagen hat der Verein schon geführt und will weiter daran arbeiten, ganz beharrlich und mit viel Geduld. Tja, und wir bewegen uns schon lange.